Syro Reisemobile. Mehr Freiheit beim Reisen. Mein Name ist Mirko Franke von Syro Reisemobile hier in Düsseldorf. Wir stehen vor dem Mercedes Genius von Malibu Van als Sprinter Allradfahrzeuge. Eine echte Weltpremiere. Wir stehen hier auf einer drehbaren Plattform. Auch das ist erstmalig hier am Malibu Van Stand. Und jetzt schauen Sie sich mal dieses gewaltige Fahrzeug an. Das Besondere ist halt hier nicht nur die Fahrzeuglänge mit 6,41 Meter, den gibt es so genau nur einmal bei Malibu Van. Das sieht man mal gleich hinten so ein bisschen im Stauraum. Aber gerade auch, wenn man daran denkt, Malibu Van, Malibu Beach, ne, also Abenteuer-Strandfahrten mit dem Allradgetriebe, definitiv möglich. Da dürfen auch die All-Terrain-Reifen nicht fehlen. Auch diese Schriftzüge, alleine schon das Foliendekor, das geht ja alles so Richtung ja, Autarkie, Expeditionsfahrzeug. Also das ist jetzt hiermit definitiv möglich. Vorher auf Fiat Ducato-Basis nur bedingt mit dem Frontantrieb. Also mit dem Mercedes ergeben sich hier ganz neue Möglichkeiten. Jetzt kommen wir so langsam Richtung Heck und vielleicht fällt es auch auf vom Radstand. Ja, er ist etwas länger. Wir sind nicht mehr bei 5,93 Meter, wir sind bei 6,41 Meter. Und das ist halt genau dieses Thema, dass ich trotzdem als Längsschläfer fahren kann. Und natürlich habe ich auch unter dem Längsbett einen entsprechenden Stauraum. Also dieses ganze Stück hier, das ist ein GFK-Formteil, was Malibu hier extra angepasst hat. Das können die ja besonders gut, weil sie halt auch Karthago haben. Also mit GFK kennen die sich aus. Und jetzt versuchen wir mal hier aufzumachen und da mal reinzuschauen. Eine riesen Klappe. Jetzt schauen Sie mal, wie tief das hier geht. Ne? Also das ist dieses ganze Stück, wo er einfach länger wird, Richtung 6,41. Wir können immer noch durchladen. Wir haben hier auch Auszugssysteme. Wir können hier Fahrräder verstauen oder Transportboxen. Und können auch wirklich ganz kompakt damit fahren, unterwegs sein, sind also absolut unabhängig. Was wir dann noch gucken können als Händler, von wegen Autarkie, wäre zum Beispiel die Solaranlage. Ja, dass sie da auch noch längere Zeit freistehen können. Ja, auch Batterien ist ein Riesenthema dieses Jahr auf dieser Messe. Es gibt immer mehr Autarkie, Lithium-Ionen-Batterien mit 150 Ampere, mal zwei mit 300 Ampere, mit einer entsprechenden Solaranlage, gerade in dieser hellen Jahreszeit im Sommer. Werden Sie da fast, ja, ich will jetzt nicht sagen endlos, aber Sie werden sehr lange sehr frei stehen können. Nehmen Sie am besten noch die Dieselheizung mit rein und am besten auch den Kompressorkühlschrank so lassen, wie er ist, damit Sie auch immer ein kühles Getränk zur Hand haben. Jetzt kommt er nochmal von vorne, also auch das wollen wir nochmal genau genießen. Das neue Foliendekor mit dem Malibu-Strich, mit dieser tollen Landscape. Wir haben Rahmenfenster, auch das ist ein Riesenthema. Gerade bei Malibu-Van haben wir immer nur diese Vorgangenfenster gehabt. Also wir sind hier jetzt wirklich in der Premium-Klasse angekommen. Viel mehr geht da nicht. Im Malibu Van angekommen, in der Genius-Variante, in der Sprinter-Allrad-Variante, fällt auf, dass wir hier im Eingangsbereich einen richtig schönen Küchenblock haben, wie man das so vom Malibu Van kennt, mit der Arbeitsflächenerweiterungen, mit vernünftigen Chrommischern, mit einem Schneidbrett dabei, mit einem Zweiflammen-Kochfeld, Sitzgruppe. Auch hier darf der Schwenktisch nicht fehlen. Der ist auch serienmäßig immer dabei. Das sind nur so kleine Details, so kleine i-Tüpfelchen. Aber Sie merken alleine schon vom Raumgefühl, vom Interieur, ne, wir bleiben bei diesen cremigen Farben. Wir werden ein bisschen ins Anthrazitfarbene gehen. Also auch hier haben Sie seitlich teilweise so Wände. Die sind dann einfach mal schwarz. Oder auch diese Akustikwand, die Sie hier im Badezimmer sehen. Das sind alles Module, die kennen wir schon von Karthago. Also es geht generell, der Trend geht so in dieses anthrazitfarbene Schwarze hinein. Wir bleiben aber treu, wir bleiben gemütlich mit warmem, weißem Licht. Und hier, das ist jetzt das Besondere, wir sind 6,41 Meter kurz und haben halt richtig schöne große Längsbetten. Hier steht es drauf, das eine ist sogar über 2 Meter lang. Das längere Bett ist immer das auf der Beifahrerseite. Das kürzere, wo ich gerade sitze, ist immer das auf der Badezimmerseite, aber selbst das hat 1,96 Meter. Also hier kann man schon wirklich gut zusammen schlafen. Auch so ein Fenster nach hinten macht natürlich noch mal ein bisschen mehr, was Zirkulation angeht. Auch das Rausgucken seitlich die Fenster, auch ganz wichtig. Man kann ja auch schöne Blicke einfangen, Panorama oder die Nachbarn beobachten. Auch die Dachhaube hier oben, wie gesagt, das sind alles Seriensachen. Serienausstattung, das muss so sein. Was wir Ihnen generell empfehlen können bei der Suche nach dem richtigen Reisemobil, setzen Sie sich mal hier vorne hin auf den Fahrer und auch auf den Beifahrersitz und schauen Sie mal einfach nur so durch das Fahrzeug hindurch. Es fällt auf, wir können wirklich bis hinten an die Heckwand durchgucken. Wir haben einen herabgesetzten Kompressorkühlschrank, auch das ist so ein Trend. Ich habe noch mal mehr Arbeitsfläche, ich habe auch mehr Ellbogenfreiheit, wenn ich mich damit also da umziehen möchte.
Und hier vorne, da kann ich mich auch gut aufhalten, wenn halt mal schlechtes Wetter ist. Ich habe genug Kopffreiheit, ich habe keinen Dachstaukasten über meinem Kopf. Panoramafenster sind da auch absolut im Trend. Und bei richtig schlechtem Wetter habe ich auch hier die Möglichkeit, wenn ich das wollte, über ein 24 Zoll TV-Gerät mal einen Film zu schauen. Dieses tolle Malibu Genius Sprinter 4x4 Modell finden Sie in der Halle 16 am Malibu Stand, direkt gegenüber vom Karthago Stand. Dürfen Sie mich gerne ansprechen und dann lassen Sie sich von diesem tollen Fahrzeug überzeugen. Syro Reisemobile. Mehr Freiheit beim Reisen.